So, jetzt ist der Ton da. Ich habe mich gerade schon gewundert. Nee, weil ich weiß, dass ich den Ton ausgeschaltet habe. Jetzt ist er da. Ja, es geht am Anfang ein bisschen tonlos. Lo to tonlos los. Tonlos los. Also, noch einmal. Da war jetzt ein bisschen doof. Ein herzliches Willkommen heute zum Stream am 6.7.2019. Um 16:57 Uhr haben wir gestartet. Jetzt ist es 16:59 Uhr bei einer neuen Runde von Dark Souls. Die letzten Male hat mir das richtig viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Und ja, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe vor, wieder ein bisschen zurück zum Anfang zu gehen, weil da gibt es noch so ein paar Gegner, die wir noch besiegen müssen. Und ich will mal wissen. Oh! Die sind ja mal affenschnell tot. Halleluja! Die halten ja gar nichts aus. Und ich gucke heute besser als sonst. Finde ich voll gut. So, ich bin mal gespannt, wie die hier umfallen. Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Oh. Das war ja wirklich sehr schön. Alter! Okay, drei auf einen Streich. Voll gut. Aber die bringen ja nicht mehr so viel Punkte. Ich habe mal vor, ein wenig zurückzugehen. Ich weiß nicht, ob wir es schon gegen den Drachen aufnehmen können. Ich werde einfach mal probieren. Probieren geht über studieren, wie man so schön sagt. Du bist tot. Die halten überhaupt nichts mehr aus. Oh. Da bin ich echt froh drüber, dass wir endlich mal durch sowas hier zum Beispiel problemlos kommen. Und problemfrei. Ei, ei, ei. Okay, ich habe nur einen Pfeil im Rücken gekriegt. Dann geht's ja noch. Und wir müssen immer noch versuchen, zu den Drachen durchzukommen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich werde auch zuerst erstmal zu unserem Lagerfeuer gehen. Und ich werde auch mal die andere Stelle probieren. Oh. Schön. Naja, es hat ja irgendwie geklappt. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt den Ring noch an? Ja. Okay, wir heilen hier nicht so schnell bei denen. Doch, doch, geht genauso schnell wie sonst auch. Ist mir gerade noch nicht so aufgefallen. Das Einzige, was wir halt nicht schnell kriegen, sind TP. TP sage ich schon. Experience. Aber das macht nichts. So, hier ging es runter, ne? Genau. Dann werde ich mich mal eben gerade an das Lagerfeuer hier setzen. Und dann werden wir mal probieren, ob wir vielleicht gegen den Drachen ankommen können. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Aber wir müssten eigentlich jetzt so stark sein, dass wir das ansatzweise hinkriegen könnten. Aber das werde ich gleich sehen. Und wenn das nicht geht, gehen wir in die andere Richtung. Weil da haben wir nämlich auch noch genug zu tun. Und da müssten wir es eigentlich gegen Harvey? Wie ist der so? Ich habe den Namen vergessen. Warte. Wie ist der? Havel. Nicht Harvey. Havel. Da müssen wir es gegen Havel probieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht jetzt ansatzweise hinkriegen könnte. So, alles tot. Ist ja schön. Und wir sollten vielleicht das irgendwie so machen. Diese Axt ist ja sehr gut, wie wir wissen. Und vielleicht, aber nur vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Oh, das war anders geplant. Ich bin leider nicht so schnell dahin gekommen. Also mit einmal sind wir immer noch tot. Egal. Das war jetzt auch ein bisschen doof. Der war nämlich zurückgegangen und ja, was war natürlich passiert? Wir waren nämlich mitten im Feuerstrahl. Gegen Feuer sind wir hier nicht so gut gerüstet. Vielleicht kriegen wir das hin, wenn ich ein anderes Schild nehme, was ich hinten auf dem Rücken schnalle. Und vielleicht sogar eine andere Rüstung.
Am besten geht's tatsächlich, wenn wir unter seinen Beinen laufen. Aber die Frage ist, kriegen wir das so hin? Mal gucken. Schön. Anscheinend nicht. Oh, also laufen geht ja echt gut. Wie viel Leben hat er noch? Oh, viel zu viel. Oh. Also diese Feuerwelle halte ich nicht aus. Also immer noch die falsche Stelle. Ich meine, ich hätte da hinlaufen können, das weiß ich. Aber da gab es dann irgendwie ein Problem mit dem Gegner, dass er dann verschwindet. Dann machen wir es doch eben ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Dum 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 di dum. Das gibt's doch nicht. Hallo? Hallo? Kommt mal wieder klar. So. Quatsch. Schön. Hat ja mal geklappt wie ein Länderspiel. So. Und das würde ich gern. Shit. Der ist ganz schön weit weggeflogen. Der ist auch tot. Sehr schön. Hi! Auch weg. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Eigentlich sollten wir es gegen den jetzt aufnehmen können. Die Frage ist nur, kann ich das so einfach? Ich habe jetzt auch nicht volles Leben. Das kann mir auch schaden. Ey, das war jetzt voll unfair. Ich meine, er schlägt nach da und... Was, guten Morgen? Schraubi, kann es sein, dass du dich um 12 Stunden in einer anderen Zeitzone befindest? Grüß dich erstmal. Wahrscheinlich gerade erst aufgestanden. Nein! Naja. Ja, jetzt auch ist er. Oh! Das war anders geplant. Aber gut. Guten Tag. Schön tot. So, das hat ja nicht so geklappt, wie ich wollte. Schön. Er ist tot. Und zack! Oh, hat was verloren. Eine kleine Scherbe. Also Havel, da müssen wir trotzdem immer noch sehr gut ausweichen können. Weil sonst sind wir dem Tode geweiht. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Weil mittlerweile weiß ich nämlich, man muss ihm halt immer gut ausweichen. Und wir schlagen ja schnell zu mit dem zwei, mit dem ersten, also hier mit dem
Schnellen Angriff. Scheiße! Wieso trifft der jetzt? Ey, das gibt's doch nicht. Also das war eben gerade Kacke. Ich muss vielleicht doch mit Schild angreifen, weil... Ja, weil der Angriff hier mit dem nach vorne nicht immer klappt. Und hier ist es nun mal ein Frontangriff mit. Oh. Hallo! Lauf doch mal und bleib nicht stehen, ey! Oh! Ja, komm! Ich bin schon tot. Na, das war ja super. Das war ja jetzt... Wow! Ich bin ja echt begeistert. Gegen Anfangstypen. Aber man konnte sich auch überhaupt nicht bewegen gerade. So, die ersten sind eigentlich wirklich... Die nervigsten Gegner. Und hier ist der Angriff auch irgendwie mit langsamer, ne? So der erste. Da finde ich das hier irgendwie schneller. Naja. Geschmackssachen. Schön. Hallo. Geht das jetzt schon wieder los? Ja, der Angriff dauert echt doppelt so lange, habe ich so das Gefühl. Oh, daneben. Schön. Oh, der ist die halbe Treppe hochgeflogen. Voll gut. Jetzt. Ich bin tot. Naja, mal gucken. Naja, ich bin ja auch nicht ganz im Spiel zurück. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich muss das aber hinkriegen. Man muss irgendwie zu seinem Rücken kommen. Das dürfte dann ein wenig leichter werden. Tot! Wow, mit einem Sprungangriff. Havels Ring. Was kann der denn so Schönes? Erhöht maximale Ausrüstungslast. Um wie viel? Dieser Ring wurde nach Havel dem Fels benannt. Fürst gewinnen, alten Kampfgefährten. Havels Männer bezeugen mit diesem Ring ihr Vertrauen in den Anführer und konnten dank seiner Kräfte schwere Lasten tragen. Okay. 103! Bist du denn bescheuert? Wenn ich den jetzt wegnehme, dann nur wieder auf 69. Also ich sag mal so, ne? Dieser Drachenzahn, ne? Das dürfte ja jetzt super funktionieren. Und vor allem, ich, so blöd das jetzt auch klingen mag. Ah, das geht noch nicht ganz. Aber...
Ich glaube, das ist alles ein bisschen schwerer, ne? Was ist denn, wenn ich hier jetzt wieder den hier aufsetze? Guck dir das an. Die Rüstungszusammenstellung ist total merkwürdig. Aber wir haben voll viel Rüstungswert jetzt. Weil die Rüstung 92. Und wenn ich mir das Ding jetzt mal anzeigen lasse, es macht kaum Schaden irgendwas. Meine bisherigen Rüstungen sind total lächerlich dagegen. Der Helm ist auch außer gegen Gift vielleicht, aber uff. Wie schwer ist denn die Hose? 11,5. Okay, wir sind jetzt etwas schwer beladen. Das darf ich nicht. Also zu schwer sollte ich vielleicht nicht sein. Was hatte ich denn jetzt für Stiefel an? Oh je, ich hab's wieder vergessen. Bandacher Stiefel war es, glaube ich. Mit 2,1. Ne, hier, die auch nicht. Ach, das hatte ich auch. Stimmt. Mann! Jetzt aber. Was los, Schraubi? Wie gut bin ich denn jetzt gegen Feuer abgesichert? Ja, sieht so aus. Wieder einen falschen. Oh, da muss ich drücken. Feuer steht hier gar. Doch, Feuerabwehr 54. Und vorher? 22, das ist schon ein Unterschied. Also ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen auf Stärke gehen, weil ich möchte ja den Zahn verwenden. Und auf Kondition muss ich ja auch noch. So, jetzt habe ich ihn weg. Was müsste ich denn? Meine Verbindung geht immer weg. Wie? Das ist aber merkwürdig. Warte mal, macht bei mir gerade Steam was im Hintergrund? Nö. Steam ist unschuldig tatsächlich. Also bei mir ist alles im grünen Bereich. Und hier links läuft es auch. Auf dem Laptop. Also ich gehe jetzt mal nicht von aus, dass bei mir das Problem liegt. So, wir haben ja hier auch noch was zu machen. Upsi! Schafft man die Hydra hier? Also die da unten im Keller hat man ja nicht geschafft. Also die halten ja so gut wie gar nichts mehr aus hier. Upsa. Na gut. Aber austeilen könnten sie. Schon tot. Echt krass. Blauer Brocken. Okay, da hinten ist Hydra. Not bei mir. Alles klar. Das ist natürlich nicht schön. So. Dann laufen wir da mal eben schnell hin. Oh, und ich dachte, ich könnte hier stehen bleiben. Ah ne, komm. Ich trinke mal eben was. Das gibt's doch nicht. Also ich habe im Moment keinen blassen Schimmer.
Oh. Ein Kopf war ab gerade. Okay, noch ein Kopf ab. Los! Es sind nur noch drei. Oh! Ja, es sind nur noch zwei! Schnell was trinken. Ah ne, es sind drei. Oh Mist. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das war nichts. Einmal habe ich getroffen. Es ist ein bisschen komisch, weil die in den Wänden stecken teilweise. Schnell was trinken. Oh. Ist noch einer ab? Ist sie tot? Ist es tot? Was wurde das? Das habe ich ja gerade einfach so geschafft. Drachenstein, das Kronenring. Was? Kaum hat man diese Rüstung, schafft man alles? Willst du mich verarschen? Oh, Ritterhelm, Ritterrüstung, Ritterstulpen. Voll gut. Ich fühle mich total imbar gerade. Also. Gewährt zusätzliche Magie, aber halbiert TP. Schlecht. Was habe ich noch eingesammelt eben? Ehrlich gesagt habe ich es gerade vergessen. Das war easy, aber hallo. Und wir haben nicht wirklich viele Seelen. Ich hätte das jetzt nicht erwartet, da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, hier unten ist alles futsch. Aber weitergehen tut's hier nicht, ne? Jetzt muss ich mal überlegen, wo wollte ich denn eigentlich noch hin? Ach ja, wir müssen noch zu diesen Phantomen runter. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Aber auf jeden Fall ist es ja jetzt... Wobei, wir könnten auch noch mal nach Ondolondo. Ondolondo? Oh, ja, da müssen wir auch noch mal hin. Moin! Blackhawk! Ich grüße dich! Guck mal, was ich anhabe! Und guck mal, wer tot ist! Hm? Es war auf einmal sehr einfach. Und jetzt ist es noch einfacher, seitdem ich die Rüstung habe. Aber jetzt muss ich natürlich echt viel Kondition haben, damit ich die ganze Rüstung endlich mal anziehen kann. Und plötzlich fühle ich mich unbesiegbar. Oh. Hi. Oh, da liegt ja noch was. Okay, es war nix. Und wir haben die Hydra gerade gekillt.
Anno Londo, nicht Ono Londo, ich weiß auch nicht. Komplette Harvest-Set, da brauchst du schon so 99 Konditionen. Oh, aber das scheint die beste Rüstung zu sein, oder? Gibt's noch eine bessere? Einfach nur mal so als Tipp, ob es noch was anderes gibt. Jetzt möchte ich mich natürlich mal umgucken, was da oben so los ist. Hier können wir jetzt erstmal wieder gut leveln. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Das ist nicht dein Ernst, ne? Es gibt noch eine, die ähnlich ist. Okay. Ja, ich fühle mich unbesiegbar. Bums tot. Moment mal. Wieso starte ich denn? Muss man jetzt ernsthaft bei... Wenn man sich teleportiert, da auch nochmal dran gehen? Okay. Yay, unbesiegbar! Das war gut, ne? Da habe ich mir jetzt gerade selbst einen Knieschuss verpasst. Oder Genickschuss? Irgendwas. Oh mein Gott. 1500 war das, okay. Naja. Ja, unbesiegbar, hat man gesehen. Schraubi, ich bin nun mal super, ne? Ich meine, wir leben ja wieder, deswegen sind wir doch unbesiegbar. Was? Moment mal. Das hatten wir doch am Anfang schon mal. Oh. Oh oh. Was? Ich wurde getroffen? Das habe ich gar nicht gemerkt gerade. Okay. Ganz schön stabil. Ups. Naja, aber tot. Was hat nichts ver... Kommt er immer wieder oder was? Okay, Hydra ist down und Havel. Sonst noch was? Nein. Tatsächlich noch nicht weiter. Jetzt bin ich hier, wie man sieht. Da ist noch so ein Vieh. Ernsthaft? Die machen nur Tau... Oh, da ist ja ein Leuchtfeuer. Cool, das Buch, das ist ja... Wow, das ist ja... Mensch, ist ja schon starr.
Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Okay, die kommen nicht wieder. Das war jetzt aber wirklich etwas merkwürdig. Okay, für nötige Seelen über 20.000. Ich sollte erstmal gucken, was es hier gibt. Ich habe nämlich überhaupt noch keinen blassen Schiff. Okay, da geht ein Fahrstuhl hoch. Ich gucke erstmal, wo der Fahrstuhl hinführt. Es gibt hier einfach zu viel zu sehen. Was ist denn das? Oh! Oha! Nein! Oh, das war doof. Oh, nee. Hey, ich sehe nichts. Da oben ist wieder so ein blöder Magier, den merke ich gerade. Wo ist denn der? Also, das habe ich eben gesehen, besser gesagt. Hi. Na los, komm her. Du blödes, knochiges... Hui. Er schießt aber scharf. Mist. Zack. Und zack. Mann! Was ist hier los? Sind da drin noch welche oder ist das nur noch... Naja, da drin sind noch wahrscheinlich welche. Aber der Magier ist da. Hi! Der ist tot. Freut mich. Eine schöne Bibliothek, muss ich schon mal sagen. Ob ich hier vielleicht... Terra OP? Könnte sein. Im Moment läuft es wie ein Länderspiel hier. Oh. Guck mal, der freundliche... Gegner aus der Nachbarschaft. Und der macht gerade was kaputt. Hey du, mach doch nicht alles putt. So, gute Nacht. Die Bogenschützen bleiben da oben einfach stehen. Autsch! Ja, schieß mir fast in den Kopf. Ach, da ist ja noch einer. Hi! Na? Das war doof. Und tschüss. Das sind Kristallmonster, kann das sein? Alter! Unbesiegbar halt! Das wäre dann aber schlecht. Wieso wäre das schlecht, wenn ich unbesiegbar bin? Weil man dann... mich nicht mehr so oft fluchen sieht, oder? Was willst du mir damit sagen, Schraubi? Ach, gucke mal an. Wenn da ein Blutfleck vor ist... Hä? Und warum sind die hier... Funkeltitanit. Okay. Achso, Deutschland und Länderspiel. Hast recht.
Mann! Funkeltitanit. Das gibt's ja aber auch wie Sand am Meer. Was hat der? Kaduceus. Schild. Mist. Nein! Das war scheiße! So. Okay, da ist wieder ein Text vor. Lügner. Achtung vor dir, Nachahmung. Scheiße. Und was hat er? Ach, ja toll, ein Kristallritterschild. Ich kann es jetzt ja mal erzählen. Ja, das weiß ich. Mimics erkennt man an der Kette, weil die dann anders liegt. Das weiß ich tatsächlich. Aber manchmal guckst du dir die Kisten halt so komisch an, siehst es nicht und dann bist du trotzdem tot. Ach, die hat ja Schrauben noch nicht gesehen. Stimmt. Die hast du ja die letzten Male verpasst. Was? Och komm, wir haben einfach mal den Tresen zerstört. Wer bist du denn? Alter! Entschuldigung. Kleiner Tipp, seltener Ring der Opferung, vorsichtshalber. Ach so, wegen, meinst du? Ach so, wenn man vor der Kiste steht, ne? Oder ist es hier etwa so, dass man hier nicht so schnell hinkommt, ne? Wobei, du hast eigentlich recht, wir haben gerade 28.000, und ich habe leider nicht so viele, ja. Thor, bist du es? Nee, jetzt wegen der Seelen. Alles klar, ja, du hast ja eigentlich recht. Wegen der Seelen alleine schon sollten wir das vielleicht machen. Und es gibt ja bestimmt irgendwo wieder einen zu finden. Nein! Funkeltitanit und blauer Brocken. Alter, wo komme ich denn hier hin? Ist hier eine Seuche ausgebrochen? Da ist ein Gegner drin, habe ich recht. Wer ist der Schuppenlose? Was? Oh Gott! Wie kann man den besiegen? Hä? Okay, was macht man, wenn er die Attacke macht? Alter! Oh. Hier ist ja ein... Hier war ich noch nicht. Wie bin ich denn jetzt... Ich muss ja wirklich sagen, danke für den Tipp.
hat mich jetzt also gefangen genommen. Den kannst du nicht besiegen. Ach so, das ist so gewollt. Jetzt verstehe ich auch, warum du gesagt hast, wegen der Seelen muss, weil da kommt man nicht mehr hin. Alles klar. Und ich kann jetzt auf einmal aufsteigen. Ich könnte ja jetzt die Stärke auf 40 bringen, dann könnte ich den Zahn verwenden. Allerdings glaube ich nicht, dass ich dann noch die Rüstung so tragen kann wie jetzt. Dafür müsste ich die Kondition wieder nach oben machen. Aber da steigen wir gleich um 1,5 nach oben. Aber ich muss die Stärke erstmal machen. Oder mal... Nein, komm, wir... Jetzt bin ich verwirrt. Und es kann auch sein, dass er verflucht. Aber ich bin nicht verflucht. Bis jetzt zumindest. Ich mach erstmal Stärke. So, das Ding wiegt 16. Das Ding wiegt 18. Das sind 2 Punkte. Und diese 2 Punkte sind zu viel. Okay. Dann habe ich ja immer noch den Vorteil, ich habe ja noch einen anderen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das Ding hier reinwirkt. Okay, das Ding ist echt scheiße. Wenn man nicht weiß, wie man damit kämpft. Die Angriffszeiten sind echt schlecht. Okay, ich nehme die Axt wieder. Eigentlich glaube ich, dass das Ding total gut ist, aber ich glaube, für hier oben nehme ich erstmal meine Axt wieder. So. Das war jetzt nicht so gut. Hilft doch gegen Fluch. Okay. Moin, Eike. Grüß dich. Schön, dich auch wieder mit im Chat zu haben. Mann, Mann, Mann. Scheiße. So. War auch nicht viel besser, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Und ich nehme erstmal wieder meinen Helm, den ich vorhin hatte. Gerades Kristallschwert. Was bringt das? Kristallschwert. Da ist es. 150. Aber sonst ist es in allem total schlecht. So, und ich muss hier irgendwie raus. Öffnen. Verschlossen. Hast du die Axt schon aufgewertet? Ja, habe ich. Aha! So kommt man an den Zellenschlüssel. Was passiert jetzt? Alarm. Was sind das denn für Würmchen? Laufen die weg? Ach, weil diese Wesen kommen wahrscheinlich. Aber anscheinend muss ich da runter. Sind alle geflüchtet.
Die haben Angst vor den Schlangen. Das habe ich auch gerade bemerkt. Zwar ein bisschen spät. Das hat bestimmt auch einen Grund. Weil die bestimmt nicht so ganz ohne sind. Oh Gott! Lass mich los! Ich kann mir vorstellen, warum die Angst haben. Sehr vorsichtig bei denen. Sie haben Grabschangriffe. Das habe ich gerade bemerkt. Komm raus, komm raus. Wo auch immer du bist. Na toll. Was? Hallo? Ach so. Nee, hier ist nichts weiter. Verschlossen. Hm, da sind noch zwei Schlangen. Und da unten sind auch noch ein paar. Na los, komm. So gut war der Angriff jetzt nicht. Gucke mal an. Da unten ist einer. Hm. Archivzelle, Extraschlüssel. Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen doof, ne? Aber wenn die hier sowieso vorbeikriechen, kann ich vielleicht durch das Gitter schlagen. Hm. Anscheinend nicht. Und herzlich willkommen im Haus der Kuriositäten vom letzten intelligenten Drachen. Aus der Kuriositäten. Willkommen bei Baris Ferraris, ne? Ich geb dir 80 Euro, damit ist der Prügel gut bezahlt, oder was? Oh Mann. Das hätte ja fast geklappt. Egal, ich muss da raus. Es bringt nichts. Mann, ich mache mir manchmal hier ins Hemd und dann kriegt man die tatsächlich so gut down. Also hier kann, gegen die kann man sich auch nicht verteidigen. Da heißt, das heißt, man muss halt springen. Was ist denn das da unten für eine Mechanik? Gesehen haben sie mich aber noch nicht.
Ich hab die Waffe vom Klaffdrachen nicht. Weil ich den Schwanz nämlich nicht abgehauen habe. Was macht der denn? Ich bin tot. Wow, es hat die ganze Zeit so gut geklappt. Ja, die benutze ich ja gerade. Das ist die Axt. Von dem Feuerdrachen ist die. Na toll. Na, weißt du was? Ich folge euch jetzt nicht. Gibt's die nur einmal? Oh! Ein bisschen... Diesmal sind sie nicht rausgekommen anscheinend. Oh oh. Hä? Upsi! Wollen die da nicht rauskommen? Ist das gerade ein Bug? Euch. Weil du Musik aus... Ach, weil die Musik aus ist. Dass sie jetzt mehr aushalten, aber im Moment merke ich davon nichts, dass die mehr aushalten. Aber ich muss da ja irgendwie durch. Noch nicht mehr aushalten tun sie wirklich nicht. Also ich finde, das jetzt kein Unterschied. Ein Sprungangriff und sie sind weg. Also von daher... Das ist mir jetzt... Wow!
Okay, die halten mehr aus. Wunderlindern. Hä? Was? Wunder? Ach so, gnädiges Sonnenlicht. Ich muss auch das lesen, was da rechts steht. Da sitzt irgendwer mit einem Sombrero. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives. Such a storehouse of knowledge. So close, but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me, yeah? Massenmord, ja, das sieht fast so aus. Hello again. What a chance meeting this is. Ich muss noch mal kurz lesen. I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives. Such a storehouse of knowledge. So close, but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me, yeah? Menschlichkeit. Okay, wir haben jetzt sehr viel bekommen. Okay. Die Waffe hier geht aber ganz gut, muss ich sagen. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Konstellation. Das ist also hier der Alarm. Oh. Gucke mal an. Euch habe ich doch irgendwie vermisst. Tschüss. Und da steht einfach so eine herrenlose Kiste. Ich glaube, das war eine normale, ja. Das ist auch eine normale. So sieht's aus, wenn es eine richtige Kiste ist. So. Riesentürschlüssel. Gut. Riesentürschlüssel. Also den müssen wir da unten anscheinend befreien. Warum sollte ich den Alarm auch auslösen? Jetzt mal so eine blöde Frage. Warum sollte ich das tun? So. Hier ist ein Riesenmechanismus. Für irgendwas wird der ja gut sein. Und hier sind sehr viele Bücher. Ich muss bestimmt wieder nach ganz oben, weil da war eine Tür, die noch zu war. Und dadurch, dass ich da so ein anderen Schlüssel noch in der Zelle gefunden habe, kriege ich vielleicht noch eine andere Zellentür auf. Mal gucken. Weil dir die Musik gefallen hat. Ja, endlich war dann auch mal ein bisschen Musik hier im Spiel. Hier war nix. So, kriegt man die Tür jetzt hier auf? Tatsächlich. Archivzelle. Und da liegt noch was. Große Seele. Ehrenwerter Ritter. Cool. Dann finden wir doch tatsächlich noch eine Seele. Könnten wir jetzt einen Estus-Flakon auch wiederholen? Dann sind vielleicht wieder die... Dann sind alle Schlangen und so weiter wieder da. Aber das macht nichts. Ich könnte aufsteigen. Gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Kondition.
So. Mit sind sie jetzt auch weg. So viel Wissen und doch nur so wenig. Ja, das ist klar. Aber so ein Riesenarchiv, ich frage mich immer, wie kommt man da oben an diese Bücher dran? Haben die hier irgendwo so eine Hebebühne? So, kriegt man diese Tür jetzt auf? Ja, Riesentürschlüssel benutzen. Oh, graus, wo bin ich hier? Kann ich da... Ich kann da runterspringen, ne? Oh Gott. Ne. Also, da muss ich ein bisschen üben. Also, schaffen tut man das bestimmt, aber... Wo bin ich denn hier eigentlich runtergeknallt? Das ist... Ach ja, das wird oben sein jetzt. Shit, jetzt habe ich es an mir vorbeilaufen lassen. Mann, sind die langsam. Was versuchen die da? Versuchen... Ah! Oh. Entschuldigung. Ist man nicht jetzt irgendwie zum Tod lachen? Ey, wie geil. Also wenn man keine Kraft mehr hat, fällt man von der Leiter. Egal. Ich habe zumindest meine Seelen wieder gehabt. Ah, schön. Das war jetzt irgendwie echt gut gewesen. Na gut, komm. Nächster. So, Seth kann fliegen. Ja, das ist wohl richtig. Wozu sollte er Leitern benutzen? Nicht die Gegner sind hier die Gefahr, sondern die Wande und das Nichts. Viel gefährlicher als jeder Gegner. Das ist wohl wahr. Man fällt einmal kurz runter und man ist tot sofort. Aber wie soll man... Ich glaube so. Ja. Okay, so kommt man runter. Kapuze einer Maid, Robe einer Maid, Handschuhe einer Maid, Rock einer Maid und noch was. Weißer Scenes Ring, was? Habe ich gerade vielleicht falsch gelesen, aber was kann der? Gewährt zusätzliche Zauberei-Slots. Gut, wir haben es geschafft. Dann gehe ich da jetzt mal hoch. Mal gucken, was uns da passiert. Durchlesen. Stimmt! Ich vergesse es immer. Ihr müsst mich tatsächlich immer dran erinnern. Boah, dieses Dach, ne? Eine richtig schöne, runde Kuppel. Dieser göttliche Ring wurde dem Oberbischof des Weißen Pfades und Apostel des Allvaters, Lloyd Onkel von Fürst Gwyn, anvertraut. Er gewährt zusätzliche Zauberei-Slots. Der Oberbischof des Weißen Pfades ist der Hüter von Gesetz und Gesellschaft und einer der bedeutendsten Adligen von Tors.
Torol und so weiter. Ich habe noch was gesammelt, und zwar das Ding. Dieser magische Ring in Form. Ja. Dieser magische Ring in Form. Einer Krone wurde Prinzessin Dusk von Olarsile. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Olarsile. Zu ihrer Geburtstag geschenkt. Zu ihrer Geburtstag geschenkt. Egal. Der Ringstein erlaubt dem Träger zusätzliche Zauberei zu wirken. Allerdings kostet dies die Hälfte der TP. Feth. Alle neuen Mitglieder des Finstermondbundes bekommen diesen Ring von Ölling, dem Gott des Finstermondes, und Letztgeborenen von Fürstgewinn verliehen. Die Finstersonne Wendelin ist die letzte verbleibende Gottheit von Anor'Londo. Ach, das hatte ich, glaube ich, schon mal gelesen, ne? Ja, das hatte ich gelesen hier. Okay, die Rüstung, hat die auch eine Geschichte? Diese weiße Robe der riesigen Mägde, unabhängig von ihrem Rang, ist sie Teil ihrer Tracht. Sie ist weich und von guter Qualität, aber da sie kaum Schutz bietet, ist sie für die Schlacht eher ungeeignet. Schlagen wir einfach mal um die Ecke. Was ist das da hinten? Was? Hier draußen leuchten sie ja gar nicht mehr so blau. Also irgendwie macht mir diese Skulptur da hinten ein wenig Sorgen. Pass auf, tolle Aussicht. Tolle Aussicht. Gelobt sei die Sonne. Was sehen wir da unten? Ach, wir sind jetzt oben auf dem Berg. Natürlich sind wir auf dem Berg. Macht ja Sinn. Oh, da ist der Supermagier. Das ist ja noch einer. Scheiße. Scheiße, ich hab den. Ich hab's nicht richtig erwischt heute. Eben. Die ist doch noch unsterblich, deswegen könntest du ihm auch den Schaden nicht zufügen. So. Kristall halt. Bleib stehen! So, jetzt ist er tot. Hat ja geklappt. Also, Seth. Naja, man muss ja erstmal irgendwie da hinkommen, aber Seth habe ich ja eben sehr gut verloren. Ohne dass ich ihn irgendwie mal erwischt hätte. Also ich wusste nicht, dass man den nicht besiegen kann. Das wusste ich dann durch Blackhawk. Und dass es ein besonderer Gegner ist, hat man ja gemerkt, dass man dann in der Zelle aufgewacht ist. Also. Ups. So. Komm ich da denn? Nee, ich komme da noch nicht hin. Ah, wieder ein Bogenschützen. Mist!
Okay, jetzt ist er weg. Da komme ich hoch. Da würde ich wahrscheinlich zum Magier auch kommen. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich den Weg auch einfach gerade nicht gesehen. Twitch hat meine Emotes freigegeben. Yay! Oh, das ist ja super. Cool. Was sind das denn für welche? Sind das Dark Souls Emojis? Die sehen ja mal mega gut aus. Wow! Ja, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Dark Knight ist das. Okay. Irgendwie sind hier einige tot. Pass auf, Sackgasse. Hilfe! Eine Sackgasse! Boah, wer hätte das jetzt erwartet? Also ich nicht. Was? Oh, ich habe einen Pfeil abgekriegt. Da ist schon wieder einer. Wahrscheinlich muss ich da am Rad drehen. Die Frage ist, wie kriege ich das unbeschadet hin, ne? Wie komme ich da rüber? Da oben ist eine Tür, aber... Achso. Hui! Wir fahren Karussell! Denn das ist gar nicht schnell. Schön. Ist erstmal vorläufig, bis ich mir was selbst überlege. Aber ich finde es gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja bis jetzt noch gar nicht geguckt. Also doch, ich habe schon mal geguckt. Aber... Es war noch nicht... Uah, es hat mich jetzt noch nicht so angesehen... Und das hat mich noch nicht so angesprungen, besser gesagt, dass ich sie unbedingt haben wollte. Das dauert bei mir noch ein bisschen. Gute Nacht. So, und hier gibt es doch bestimmt auch wieder was zum Drehen. Ja. Da muss ich da runter. Was? Da hatte ich jetzt aber Glück. Da hatte ich jetzt mehr Glück als Verstand, würde ich mal sagen. Okay. Aber hier gibt es nichts, ne? Man könnte fast schon Mitleid mit ihnen haben. Was ist das eigentlich für ein Emote? Regenbogen-Glamour würde ich sagen. Ja, sieht so aus. Oh, da ist was. Das ist eine... Genau. Ich schlag trotzdem einmal gegen, vorsichtshalber. Zauberei, Zauberschild stark. Wo wir auch so viel mit Zauberei machen. Überhaupt nicht. So, dann drehen wir das mal. Von da sind wir Nee. Oder? Oh.
Ich habe gerade keine Ahnung, von wo ich gekommen war. Da geht's runter. Oh. Wobei... Da müsste ich gucken. Geh die Leiter runter. Mann! Mal nicht so schreien hier, ja? Ach, gucke mal. Aber ich muss ja auch nach oben. Sind wir mal im Hebel? Diese Tür hat sich hier gerade geöffnet. Ah! Okay, das ist sehr gut. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, das ist eine andere Stelle. Ja, toll. Komm. Kurzzeitig freigeschaltet. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn das so schnell ging. Es geht jetzt immer 1,5 nach oben. Ja, Kondition ist schon wichtig. Limited time, only a mode. Ach so, okay. Habe ich da gerade wieder einen Magier gehört? So, erstmal hier reingehen, um erstmal zu gucken können. Das ist eine normale Truhe. Augenhelm, der Kanalisierer. Glut. Das könnte wieder eine Truhe sein, ne? Monster. Ja, und da liegt halt die Strippe so einfach Cognac-mäßig rum. Deswegen... Das hier sieht so aus, als ob das hier eine Treppe wäre. Symbol der Gier. Mal im Hebel ziehen. Oh, da liegt noch was. Das ist jetzt natürlich doof, ne? Aber da komme ich noch hin, oder? Es ist tatsächlich eine Treppe. Und da unten ist irgendwas. Verzaubertes Fallchen. Ich wollte schon Fallchen sagen. Kleines geschwungenes Schwert. Einzeltreffer fügen nur geringen Schaden zu. Schnelle Angriffsfolge aber sind tödlich. Die Angriffe mit der scharfen Klinge sind effektiv gegen Stoff und Fleisch. Aber nicht gegen Metallrüstung oder harten Schuppen. Das bekommen alle, die in dem Chat waren, als sie aktiviert wurden. Okay, ich habe das hier bekommen. Das sieht ja aus wie so eine Sprühtüte hier. Yippie, Party! Ist dein vielleicht sein Emote? Das ist ein komischer Satz. Mhm. Prismastein. Also da drinnen könnte es wahrscheinlich... ich wollte schon sagen, jetzt hänge ich fest hier. Ich bin schon seit 1 Uhr wach.
Uff. Das ist aber früh. Achtung, vor dir Umweg. Lügner. Scheinbare Wand. Ich finde das irgendwie doof, dass überall... scheinbare Wand? Die will mich verarschen. Ich gehe da jetzt mal rein, mal gucken, was da ist. Huch? Ich wollte eigentlich noch nicht raus. Glück. Okay, ich weiß, dass es hier rausgeht. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder rein. Vielleicht erklärt das einiges. Oder vielleicht. Aber auch nur vielleicht, Entschuldigung. Man sollte auch richtig lesen. So, mal sehen, was haben wir denn hier? Achtung, Glut. Kristallglut. Das war unter Gegenstände. Kristall... Ah! Damit können wir den Schmied verbessern. Ja, natürlich. Zur Waffenveredelung erforderlich Glut. Warte. Was steht da? Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut vom Theth, dem Schuppenlosen, gefertigte Kristallglut wird nur von des Riesengottes Schmieden bearbeitet. Wandelt eine Standardwaffe plus 10 zu einer Kristallwaffe um. Eine Kristallwaffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Kristallwaffen sind mächtig, aber zerbrechlich und irreparabel, wenn sie zerbrochen sind. Sie sind zerbrechlich. Kristallwaffen sind also nicht gerade meine erste Wahl, würde ich sagen. Blauer Brocken. Hier geht's jetzt nicht zufällig weiter, ne? Nö. So. Den kletter ich erstmal wieder hoch, weil... Ich möchte mich da ja noch ein bisschen umgucken. Autsch. Boah, wenn du mich noch einmal triffst, ne? So. Da wollte ich hoch. Aber wahrscheinlich gibt's da nichts. Obwohl doch, hier gibt's was. Einen Bogenschützen. Und da drüben ein Magier. Und da ist sogar noch eine Kiste. Oder habe ich die schon geöffnet? Die habe ich doch schon geöffnet. Sind die Magier beide wieder da? Ja, natürlich, die Kiste da. Ich gehe noch mal gucken, aber ich bin der Meinung, sie ist offen. Was hat er jetzt gemacht? Ach so, sich auf die andere Seite gebeamt. Alles klar. Ja, natürlich habe ich das schon geöffnet. Also manchmal. Autsch. Jetzt ist er tot. Okay, dann müssen wir wohl nach unten. Ich habe so das Gefühl, hier drin gibt es nichts mehr.
Ich bin mal vorsichtshalber. Du hast unten was übersehen. Ja, also ich muss ja sowieso noch mal nach unten. Also von daher, wenn ich unten was übersehen habe. Oder wo unten? Da unten oder da vorne unten? Dann drehe ich noch mal. Toll, jetzt gibt er sich wieder weg. Man kann ihn nicht mehr treffen. Was ist das denn hier? Schöne Aussicht. Okay, ich bin auf der falschen Seite. Wo es rausgeht. Wo es rausgeht? Ach so, hier geht es ja tatsächlich noch runter. Ne, Moment. Tolle Aussicht. Hier bin ich doch hergekommen. Ja, natürlich, hier bin ich hergekommen. Du meinst jetzt aber wahrscheinlich da, wo ich die Leiter runterklettere. Und, da muss ich ja auch noch hin. Das weiß ich. Also ich dachte mir, dass es da rausgeht. Genau, okay. Dann können wir ja auch noch mal zur Zwischenzeit noch mal rübergehen und ans Leuchtfeuer gehen. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich glaube jetzt mal nicht. Wobei es könnte sein. Aber wir müssen jetzt erstmal. Warte, hier ging es raus. Wir gehen jetzt erstmal raus. Weil übersehen habe ich es ja noch nicht. Ich habe ja erstmal gesagt, ich gehe erstmal wieder rein. Deswegen. Offiziell habe ich es noch nicht übersehen. Gerades Kristallschwert. So. Hier gibt es bestimmt noch einen Gegner. Glück. Ah, guck mal, Kristall. Shit. Jetzt habe ich auch mal den Sturmangriff langsam raus. Nee, ich meinte schon in der Bibliothek, ist aber schon gut. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir hier. Gut. Ich persönlich wundere mich, wieso die Leiter nicht unter dem Gewicht der Rüstung zusammenbricht. Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, warum das nicht so ist. Ui! Oh, was ist denn da hinten? Okay, das sind... Sind das drei? Oder sind das andere? Nein, das sind die gleichen.
Autsch! Upsi, das war jetzt nicht gut. Aber okay. Ich glaube, ich sollte auch mal auf Vitalität gehen, damit wir mehr Leben haben. Blauer Brocken, also langsam aber sicher. Drei Stück? Und wie viel kommen davon jetzt effektiv? Einer. Oh Scheiße, er hat mich erwischt. Da war ich zu lahm. Den Golmel. Kann, bin ich reich, dann bin ich Diamantenhändler. Ich fehlt. Und nicht dann, nicht kann, sondern dann. Ich glaube, diese Autokorrektur hat mal wieder zugeschlagen. Scheiße. Nein, das gibt's nicht! Er hat mich erwischt. So ein Kack. Ihr seid gestorben. Naja, gut. So. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Wir haben es jetzt 6:55. Um 7 ist heute meine Stichzeit. Also heute geht es nicht ganz so lange und morgen kann ich nicht streamen, weil da bin ich gar nicht zu Hause. Hallo? Alles in Butter. Auf dem Guter. Verfolgt er mich? Ja, er verfolgt mich. Das war doof, der Angriff. So, eigentlich muss ich einen leichten Angriff machen und einen schweren. Dann habe ich sie ja eigentlich weggeputzt. Alles ist so klein. Bei dir? Nein! Ui! Oder halt einen schweren Angriff. Dann sind sie auch weg. Aber natürlich die Voraussetzung, man muss treffen. Also damit hatte ich jetzt aber wirklich nicht gerechnet. Und die wollen alle mit mir kämpfen, so wie es aussieht. So. Wie weit ist denn meine Waffe eigentlich noch? Okay, das ist noch... Da ist noch ein bisschen Zeit, bis wir sie reparieren müssen. So, 20.000 Seelen wieder zurück. Komm her. Komm. Du bist ein ganz braver. Nicht getroffen. Der war nicht gut. So. Jetzt habe ich wieder diese zwei hier. Ich versuche die mal einzeln anzulocken. Vielleicht gelingt es mir. Ja. Es gelingt. Der ist während des Springens gestorben. Ich glaube, Rücken bringt auch wieder mehr Hitpoints. Irgendwie hat es gerade gescheppert hier hinten. Oh, es wird geklopft.
Kleinen Augenblick mal kurz. Da muss ich kann ja hier zum Glück ruhig stehen. Von daher bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Jetzt bin ich wieder da. So, Eike, ne? Ich find's ja wieder schön, dass hier mal wieder Spoiler reingehauen werden, ne? Ich will's nur sagen. Mal ein bisschen aufpassen, bitte. Nicht alles vorkauen. Wie gesagt, bei Reife, wollte ich schon sagen. Man will das Spiel ja selbst erleben, ne? Tot ist er sowieso gleich, und zwar durch Fallschaden, würde ich tippen. Durch Fallschaden. Okay. Ist das etwa schon bekannt, dass ich überall gerne runterfalle? Ich weiß gar nicht, was das da sein soll. Ah, guck mal, da ist die Leiche, die ich gesehen habe. Hier ist kein Phantom. Ist meistens so, wenn man online ist und menschlich. Das ist im ungünstigsten Moment. Ach, so meint ihr das. Das eben gerade nicht so ganz gerafft. Zum Glück war ich tot und nicht menschlich. Ho! Na super. Sorry, ich habe das gerade falsch aufgefasst. Kristallhelm, Kristallrüstung, Kristallstulpen und Kristallmaschen. Nicht da noch was? Nein.
Da steht einer. Da stehen auch welche. Sind das hier kristallisierte Bäume? Sieht derbe danach aus. Jetzt kommen auch noch zwei von denen. Wie gerne ich die zwei doch zum Fressen hab. Oh yeah. Heck! Oh! Mal eben. So. Da hinten ist noch einer. Oh, wie viel sind denn hier? Also ich nehme mir natürlich alle mit. So, so, alles gut. Ich habe mir vorhin Bud Spencer und Terence Hill. Was? Warte mal. Bud Spencer und Terence Hill? Chips gekauft. Mal gucken, wie die schmecken. Chips. Wahrscheinlich erschlagen sie dich von dem Geschmack. Ein erschlagender Geschmack ist das bestimmt. So eine Geschmacksexplosion. Wobei Explosion ist schlecht, weil das gab's da kaum. Aber dafür gab's sehr viel Schläge. Oh ja, Bud Spencer Filme. Ich höre immer noch dieses und diese ganzen Soundeffekte dazu. Achtung, vor dir Golem. Golem? Vorsichtshalber eintrinken. Kristallhöhle. Ach du meine Güte. Oh, wie krass das hier aussieht. Oh mein Gott. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht gedacht, dass man da runterrutscht. Jetzt verstehe ich, warum Tod wegen Fall Schaden. Ich sag ja falsch an. Ja, das hattest du gesagt. Du wusstest ganz genau, dass ich da erstmal runterrutsche, weil das hat bestimmt jeder am Anfang mal falsch gemacht. Oh, schön. Wow, der Baum war im Weg. Nein! Warum sind denn jetzt hier zwei? Ich will mir erstmal meine Points wiederholen. Wahrscheinlich greifen die mich gleich an, habe ich recht? Die haben aber auch einen Aktionsradius, ne? Todesursache! Erschlagen durch die Linke von Bud Spencer. Ja, hat er mich runtergestoßen. Oh nein, ich komme da nicht mehr hoch. Jetzt. Die haben aber anscheinend das gleiche Problem in Grün. Nur was ich halt blöd finde, es sind wieder diese beiden, die mich attackieren. Und ich mag sowas generell nicht. Ob die mir bis da drinne folgen, ich probiere es einfach mal aus. Mhm.
Da muss ich runter, alles klar. Hä? Ernsthaft? Der folgt mir bis hier unten? Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwie ist das hier doch schon sehr magisch und mystisch. Warum schwebt da ein Text? Ich will es gar nicht wissen. Ist da schon wieder so ein Schmetterling? Da ist noch einer. Oder Libelle oder was? Nee, Schmetterling, wie hieß das Ding, glaube ich. Muss ich hier runter? Ich glaube ja. Ja, hier geht ja auch offiziell ein Weg runter. Gibt's hier zufällig irgendwo ein Feuer? Nein. Ein kategorisches Nein. Schade, dass es nicht mehr von solchen Gebieten gibt. Ja, diese Gebiete sind echt nicht schlecht, ne? Der würde dir bis in die Höhle und zurück folgen. Echt, so weit laufen die? Hm. Also attackieren tun die mich anscheinend nicht. Aber da würde ich runterfallen, wenn ich das mache. Was? Nicht euer Ernst. Das ist ein Weg. Ich wundere mich, warum da... Was? Versuch's mit Mut. Menschlichkeit. Hölle, nicht Höhle. Entschuldigung. Ich lese manchmal statt Hölle, Höhle. Aber das hat man jetzt, glaube ich, gerade gemerkt. Okay, danke. Tut mir bitte nichts. Er ist so einsam. Ja, so einsam. Ja, so ungefähr, ja. Feind. Oh, ich hab hier ein bisschen... Wieso? Hm. Na super. Da ist ja auch noch einer unserer besten neuen Kumpels. Augen zu und durch. Ich gehe mal von aus, der wurde erschlagen von denen da hinten. Nein.
Er war einfach genauso schlau wie ich und fällt überall runter. Und ich falle auch überall runter. Ich wollte nicht springen. Also laufen ist manchmal echt keine gute Idee. Oh nee. Ich hoffe, da gibt es bald ein Leuchtfeuer. Weil diese Strecke dahin ist ja echt ätzend. Da kommt erstmal das grinsende Pferd wieder. So ungefähr. Denke an die 35.000 Seelen. Ja, natürlich denke ich da dran. Deswegen will ich die ja auch wieder haben. Aber ob ich da wieder so einfach hinkomme, das ist ein Problem. Deswegen will ich ja eigentlich gar nicht gegen zwei kämpfen. Was? Ah, was? Gegenstand aufnehmen? Blauer Brocken, alles klar. Halt! Das war zu weit. Ich würde mich freuen, wenn wir hier was hätten. So eine Facette. Oder eine Dublette. Aber immerhin, die 35.000 Seelen liegen da. Also ich muss ja eigentlich nur gerade rüberlaufen. So hier. So, wie kriege ich das jetzt am geschicktesten gegen diesen komischen Kerl hin? So schon mal nicht. Die Chips schmecken richtig gut und ja, sie sind stark im Geschmack. Alter, der muss mich nur einmal treffen und ich bin weg. Ich hab's nicht überlebt gegen Bud Spencer. Siehst du doch. Das Kristallwesen, das macht ihm wirklich Ehre. So. Oh mein Gott, war das knapp. Scheiße. Ah!
Naja, gut, es hat funktioniert. Hast du jetzt die Seelen vorher aufgenommen? Ja, natürlich habe ich die aufgenommen. Habt ihr das mitbekommen, als Kronk im Livestream gehört hat, dass Bud gestorben... Ja, das habe ich gesehen. Glaube ich, dass ich sogar live gesehen habe. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das war, glaube ich, in einem Livestream gewesen. Nein! Nein! Scheiße! Los! Oh. Instant ausgemacht. Mhm. Tja. Wenn die Großen irgendwann gehen, ne? Sag mal so, das sind die Ersten, die richtig Fernsehen gemacht haben. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja, wie kriege ich denn das gegen diesen komischen Komiker hier hin? So nicht. Scheiße, man rutscht hier ja. Nein! Oh Gott! Man hängt hier so schön. Scheiße! Nein! Oh Mann, er trifft mich die ganze Zeit nicht. Vielleicht hätte ich ja auch einfach nur stehen bleiben müssen und einfach diesen starken Schlag hätte machen. Oh. Mann, ey. So eine Scheiße. Und ob das jetzt nochmal so klappt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich liegt jetzt die Seele ganz hinten. Und, das heißt, ich komme nie wieder an die. Das wäre jetzt echt nicht gut. So, Nummer 1. Sorry, aber heutzutage gibt es nicht mehr solche Typen wie früher. Und auch leider nicht mehr solche Serien wie früher. Ja, das muss man ganz ehrlich so sagen. Wenn ich mal bedenke, dass die Serien früher alle so ruhig waren. Oder die Filme besser gesagt. Heute muss immer alles Action, Baller, 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 Baller. Diese einfachen Schlägereien, ne? Die da mal so waren bei den Bud Spencer Filmen. Sowas gibt's einfach nicht mehr. Scheiße, nein. Nein! Oh Mann, zurück! Zurück! Oh, das war gerade so knapp. Ich bin gerade knapp gestorben. Oh Mann. Ich merke gerade, wie ich müde werde und das ist nicht gut. Ja, man merkt es irgendwie, wenn man den Vormittag gearbeitet hat. Oh, knapp, da geht's gar nicht mehr. Ah! Nein! Mert! Hi! Grüß dich! Hey! Schön, dich zu sehen! Wie geht's? Was macht die E-Sport-Karriere? Man muss ja mal fragen, ist ja schon ein bisschen her. Nun, das ist der Wandel der Zeit. Alles verändert es und er und wir müssen was und wir müssen anfangen zu laufen, um nicht unterzugehen. Kennst du auf YouTube Dame auf die guten alten Zeiten? Nö, kenne ich tatsächlich nicht. Oh, warum muss er jetzt so einen komischen Sprung machen?
Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Oh, Gott sei Dank habe ich es geschafft. So. Jetzt kommt halt der Typ wieder, mit dem alles endet. Alles supi-dupi, bei dir so? Ja, alles super. Es ist super gut im Moment. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ah, das freut mich von dir zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr geiles Lied. Ich habe ein Autogramm von dem. What? Okay. Du hast ein VIP-Ticket? Was der Mert alles immer hat, das ist immer verwunderlich. Krieg ich den hier nochmal so fest? Nein, diesmal hat's nicht geklappt. So eine Scheiße. Nein! Oh nein. Shit! Es hätte fast geklappt. Warum krieg ich denn das gegen diesen Goldenen nicht hin? Oh. Diesmal hat's nicht geklappt. Passiert halt auf E-Sports-Event. Ah. Okay. Ich fange gleich an zu weinen. Nicht weinen. Tja, jetzt musst du da dich mal. Jetzt musst du mal zusehen, wie du das wieder hinkriegst. Kaum ist mehr da, weint der Chat. Also, das geht ja mal gar nicht. Nein, das war nix. So. Oh. Terra gleich Erde? Könnte man so nennen, ja. Nein, aber das hat eine andere Bewappnis. Terra ist ja gleich Erde, das stimmt. Ui, da ist gerade ein Follower reingekommen. Ich muss gleich mal gucken. Oh! Und zack. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, man spricht es halt Artemco. Artemco, vielen herzlichen Dank für deinen Follow. Was wird eigentlich aus unserem Ticket-Projekt? Ticket? Hatten wir ein Ticket-Projekt? Wollten wir... Ah ja, stimmt, da hatten wir mal drüber gesprochen gehabt, ne? Also derzeit, bin ich ganz ehrlich, Minecraft spiele ich derzeit nur noch im Privaten und wir spielen gerade ein ganz normales Minecraft ohne Mods. Und das hier noch in Chat, das hier noch in Live-Projekte zu packen, das wird langsam etwas viel, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht böse gemeint, Mert. Überhaupt nicht. Nur bei mir fehlt einfach im Moment auch so ein bisschen die Zeit dafür. Oh, jetzt kommt schon dieses böse Gesicht. Gleich kommt bestimmt noch die Faust von Bud Spencer durch den Bildschirm und dann bin ich wieder wach oder so. Egal, hau ich dich einfach. Sag ich doch. Oh, ein ganz böses Pferd. Das ist schon rot angelaufen.
So. Oh nee, das liegt ja jetzt ganz da hinten. Ja, na gut. Okay, was ist da jetzt gerade passiert? Ich hab's nicht mitgekriegt. Irgendwie Yay. Und ich kenne das. Der Yay-Ton. Der ist mir noch nicht so eingebrannt. Was ist gerade passiert? Er ist tot! So, jetzt muss ich erstmal nachgucken, was das war. Weil ich habe jetzt im Moment, ich bin ganz ehrlich, ich habe im Moment keinen blassen Schimmer, was das jetzt gerade war. Moment. Ich hab's gleich. Oh, Eike LP. Das war's. Hat mein YouTube-Kanal abonniert. Erstmal vielen lieben Dank. Ich denke mal, das bist du, Eike. Okay, ich hab's nicht gesehen. Ruft heimlich die Poliz... Was? Polimazei. Polimazei. Oh, ist das nett. Abo. Vielen, vielen Dank für das Abo. Da werden jetzt die ganzen Dark Souls Streams werden da jetzt hochgeladen demnächst. Muss ich den hauen? Aha. Anscheinend. Ich hätte nur viel eher. Na, das hat ja super funktioniert. Terra macht ein Abo auf YouTube. Ja, das ist schon ewig nicht mehr passiert, ich weiß. Landet nicht normalerweise irgendwann dieser Schmetterling wieder? Okay, das war jetzt also doof. Geht das jetzt immer so weiter? Oh Gott. Wie soll ich denn... Komm mal her! Das finde ich nicht gut. Oh nee! Scheiße. Wenn man sich das Leben selber schwer macht, so kann man es auch sehen. Und die Dicken kommen wieder, habe ich recht? Also den wir da eben gerade gekillt haben. Oh nein, wenn das so wäre, ne? Ich will doch eigentlich nur dieses blöde, verkackte Leuchtfeuer finden. Was da vielleicht irgendwo ist. Na toll, jetzt kommt dieser Typ auch noch runter.
Mach's gut, Eike. Ich wünsche dir guten Appetit beim Essen. Und dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Diesmal ging das gut. Oh Mann, es ist schon wieder 7 Uhr durch. Ich will doch aufhören. Ich muss auch aufhören, davon mal abgesehen. Oh Gott. Sag mir bitte, dass der tot bleibt. Es sieht im Moment danach aus, aber vielleicht kann ich auch einfach nicht so weit gucken. Ja, er ist tot. Das Einzige, was ich diesmal nicht mache... ist, da zu diesem Schmetterling zu gehen. So. Wie war denn das jetzt? Da zu dem Schriftzug laufen. Gibt es hier irgendwo ein Lagerfeuer? Seele hält. Okay. Das lässt Dark Souls. Ja, das lässt Dark Souls nicht zu, dass du aufhörst. Ich befürchte es auch. Das sind ja ernsthaft, das sind diese komischen Viecher, die ich schon mal gesehen habe. Die mich meistens mit einem Schlag besiegt haben. Okay, einer hat mich schon mal gewittert. Wie bringen die? 1000. Also Muscheln mit Totenköpfen drin sind nicht gerade sehr gesund. Was? Warst du schon beim Aschesee? Ich war ganz unten bei dem. Ja, da war ich schon. Und die haben mich immer mit einem Schlag vernichtet, diese Viecher. Ich war da unten schon. Fälschlicherweise. Wo ich dann auch immer schön schnell halt tot war. Deswegen kenne ich die schon. Dann kannst du mal sehen. Geiler Weg, den Baum runter, oder? Ja. Der ist nicht schlecht. Sieht total schön aus auch. Oh nee, ne? Leuchtet irgendwas. Es sieht irgendwie total schön aus. Aber andererseits macht mir das auch etwas Angst. Natürlich müssten mich jetzt zwei sehen.
Aber sie sind tot. Und dann war da auch wieder so eine komische Hydra, wo ich nicht verstanden habe, wie man die besiegt. Phantom? Das sieht nicht gut aus. Ein Drache! Och nein. Ach, das ist wieder fest. Ob das so gut war? Oh shit. Autsch. Okay. Also der Schwanz ist auch gefährlich. Nein! Das hat nicht getroffen. Oh Scheiße, ich sehe nichts. Oder hatte ich jetzt aber Glück? Hier kann ich aber jetzt nicht irgendwie einen Schwanz abschießen, oder? Oder abschlagen. Oh. Oh, oh. Oh Gott, war das knapp!
Der Hintern. Okay. Aber ich wüsste jetzt nicht wie. Deswegen. Ich habe vor allem nicht mehr viel Leben. Deswegen mache ich das jetzt so. Auch wenn das eine geniale Waffe wahrscheinlich wäre. Oh. Beim ersten Versuch geschafft. Weil der Hintern war nämlich gefährlicher denn je. Und jetzt ist da auch ein Feuerchen. Fürstenseelenscherbe. Wir haben die erste Fürstenseelenscherbe. Also haben wir das Gebiet abgeschlossen. Oh Mann. Ich bin so happy. Aber das ging jetzt. Weißt du, das ist irgendwie das, was ich immer nicht verstehe. Du hast manchmal Gegner dazwischen, da versuchst du dich 3 Milliarden Mal dran und dann gibst du Gegner, da bist du bitte einmal durch. Und 135.000 Seelen, aber hallo. Wo wollen wir denn investieren drin, hm? Eine Idee? Nein, nicht alle in Vitalität. Ich glaube, ich bin ja nicht bescheuert, ne? Mann, Mann, Mann. Vielleicht sollte ich mir das zum nächsten Mal überlegen. Weil das ist jetzt hier eine gute Stelle, wo man Pause machen kann. Weißt du, wir haben die erste Fürstenseelenscherbe. Und ich kann mir bis dahin überlegen, was wir hier nehmen. Vital und Kondition würde ich machen. Okay. Zwei, eins. Vielleicht auch mal ein bisschen auf Beweglichkeit, dass wir ein bisschen schneller werden. Oder Kondition ein mehr. Dann haben wir 111 Tragelast. Ja. 2 auf Vitalität. Ja, das könnte man machen. Dann machen wir das so. Dann haben wir die Kondition ein bisschen höher. Und dann können wir noch ein bisschen mehr tragen. Dann müsste ich eigentlich schon ein bisschen schneller werden. Deine Entscheidung. Nee, Stärke muss nicht unbedingt sein jetzt. Komm, wir machen es so. So, Stufe 66. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Weil wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es da noch so eine Stelle, wo einer von diesen goldenen Kristalltypen ist. Und deswegen... Ja, machen wir an dieser Stelle jetzt einen Cut. Und dann haben wir es ja echt gut hingekriegt. Boah, ein bisschen. Huh. Ich bin ja richtig ins Schwitzen gekommen. Und jetzt haben wir Seth besiegt. Voll gut. Also am Anfang konnte man ihn nicht besiegen, aber hier unten dann. Oh, erstmal recken und strecken. Ja. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hier spätestens am Mittwoch wieder. Es war mir eine Freude mit euch, den Stream hier zu genießen. Ich hoffe, ihr konntet ihn auch etwas genießen. Wir hatten mal wieder ein bisschen Dark Souls im Programm. Dark Souls ist bis jetzt irgendwie... es ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Hätte ich nicht gedacht, als ich mir das gekauft habe. Aber es hat mir schon immer Spaß gemacht, dazu zu gucken. Bei anderen. Deswegen kenne ich ja auch so einige Sachen. Aber hier, das kannte ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Und es gibt bestimmt noch so die ein oder andere Ecke, die ich nicht kenne. Weil man hat immer so bis zu, ich denke mal, ich habe so einen ganz geringen Teil nur gesehen. Aber schon so viel, dass ich weiß, was mich erwartet. Und wow. Okay. Ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes Restwochenende. Man kann es ja so nennen, wie es ist. Morgen schönen Sonntag. Und dann bis demnächst. Tschüss. Vielleicht kommt morgen Abend nochmal ein Stream mit Dark Souls. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, wann ich nach Hause komme. Macht's gut. Tschüss.